Servus zu einer neuen Folge hier auf der Stappenbach. Ja, die Folge 57, 47, nee, 37. Mein Gott, jetzt haben wir's. Und ich lasse hier gerade den Eicher warm laufen, weil wir heute zum Dingestreuen rausfahren. Und ja, hier der Dings ist leer, weil ich habe die Aufnahme vergessen zu starten und habe eigentlich schon recht viel verzählt, aber ist jetzt nicht. Also, die drei Kisten stehen da unten. Ausgeleert. Die war da unten, der hat sie ausleeren können. Und die haben wir jetzt unten lassen, weil die werden heute gewaschen. Und dann hat er schon mal drei Kisten, die er waschen, wo er die gewaschene Leitung kann. Und es werden natürlich nur mehr kommen, also werden schon ein paar Kisten werden. Und sonst, die müssen wir kurz in der runterfahren heute. Düngen wollen wir den Bestand, also sprich das Ackergras, die Gerste, den Raps, den Weizen, das, was wir alles gesät haben jetzt hat und gemacht haben. Dann haben wir natürlich auch schon geschaut, dass wir das Ding, die den Krautschläger vom Nachbarn haben wir zurückgebracht. Also, und hier haben wir zwei ja, dreckige Kartoffelkisten abgeladen, weil die sind für die Schweine, für unsere Schweine, den Rest den werden wir natürlich verkaufen. Und jetzt wollte ich eben gerade Dünger aufleeren und habe gesehen, dass die Aufnahme beendet war. Also eigentlich, ich habe echt schon recht viel aufgenommen, das ist echt ein wenig blöd, dass das aufgehört hat und ja, beziehungsweise dass das noch nie angefangen hat. Ich muss mal ganz kurz noch mal gucken mit der Aufnahme. Ja, da ist wirklich gar nichts da, also. Und jetzt hat, denke ich, ist der auch schon recht warm gelaufen. Wir können jetzt schon mal auffüllen. Dünge, Saat, gut, Säge. Ich habe auch gerade eben schon gesagt, wir haben ja auch noch Soja. Das ist quasi, nur zukauft worden, das Soja. Das gehört, also das haben wir natürlich nicht anbaut, so einmal hier durch die Matschen schleifen, ja prima. Aber, ja, für die Schweine kaufen wir das schon mal zu. So, jetzt hat, füllt der das dann ein jetzt? Komm jetzt. Ja, das ist auch immer so eine Sache, ne? Nur einen, ich meine, das reicht bis nächstes Frühjahr wahrscheinlich auch nur eigentlich nicht allzu gut, weil eigentlich will ich das jetzt dann schon recht loswerden, aber... Ja, wohl könnte sein, dass wir es doch braten. Ich meine, der wird jetzt auch nicht besser, wenn der da beim Feuchten liegt, ne? Also, ja, ja, es ist nicht richtig feucht, es ist schon trocken, also... Wenn er jetzt so wirklich feucht wäre, dann wäre es was anders los. Aber, ja, es ist jetzt halt auch nicht so optimal gelagert, wie er eigentlich sollte, von dem her. Nächstes Mal wieder ein weniger kaufen. Jetzt mir ganz so viel. Genau, eine nur... Und dann passt es, denke ich, ne? Der Eicher muss ja auch nur lupfen können. Ja, wir hätten auch nur ein drittes Frontgewicht von daher. Also das müsste schon eigentlich kein Problem sein. Wie gesagt, jetzt sind wir da nochmal was, dass du einmal auffüllen können wir theoretisch, ne? So. Reibel zu drücken, weil die Tür klemmt immer, auch beim Aufmachen dauert zu wängern. Und dann geht's immer rückartig auf. Aber ist halt so. Ja, lupfen tut es ja ganz gut. Da ist ja gar kein Thema nicht. So. Dann schauen wir, dass wir hier kurz wieder rausfahren. Und mit der Erde habe ich auch schon gesagt, das habe ich auch ne, also ich habe es euch schon erzählt, aber in die nicht vorhandene Aufnahme. War, habe ich angerufen bei der Erdentsorgungsfirma, huiuiui, Erdentsorgungsfirma, die holen die Erde ab. Also das dürfte überhaupt kein Problem sein. Hm. Also nee, die, also die, nee. Jetzt bin ich wieder aus dem Konzept gebracht. Wir holen natürlich die Erde, also wir bringen die Erde weg, so rum. Wir bringen die Erde weg, das ist gar kein Thema, die haben auch Mulde, die vermieten sie zwar nicht, also die vermieten sie schon, aber nicht nach Termin, sondern immer dann, wenn sie halt gebraucht wird, darf man sie sich einfach nehmen, was theoretisch nicht auch ein ganz gutes Konzept ist, weil, ja, ist ja nichts falsch dran. Und ich denke im Winter jetzt eh, dass nicht ganz so viele bauen. Also natürlich bauen auch viele, weil wir da viel Zeit haben. Es ist halt einfach kalt. Es hat jetzt 1 Grad und der Boden hat jetzt 6 Grad. Also so toll ist das jetzt nimmer. Und von dem her werden da jetzt auch nicht ganz so viele. So, jetzt bin ich schon mal falsch an der einen Fläche vorbeigefahren. Die da nämlich da oben. Werden jetzt auch nicht so viele bauen. Von dem her wird die, denke ich, schon frei sein. Die Erdbolle. Und ich meine, wir haben ja jetzt auch nicht allzu viel. Von dem her ist das jetzt auch kein Thema nicht. So, weil da unten haben wir nämlich gar nichts angesät. Ich glaube, da kommt sogar Mais hin oder Kartoffeln. Ich weiß jetzt gar nicht genau, aber ich glaube, fast am Mais habe ich auf Saatgut, Saat-Ding geschrieben. Dann kehren wir da jetzt einfach wieder um.
Ist halt so, ne? Was willst du machen? So, rückwärts. Da oben ist dann quasi das Ackergras auf der anderen Fläche. Ich höre ja schon mal, war schon mal dort, das beim Spazierengehen war das. Das schaut echt nicht schlecht aus, also da kann ich nichts sagen. Läuft alles einwandfrei. Denke ich, wird wieder. Wir haben jetzt dieses Jahr, glaube ich, sogar ein wenig mehr Ackergras als letztes Jahr, oder? Naja, voll im Gesamten weiß ich nicht. Wir haben es jetzt quasi auf glaub, drei oder zwei kleine Flächen. Zwei Felder, glaube ich. Auf zwei kleinere aufteilt, anstatt jetzt quasi auf das eine große, in Anführungszeichen. Genau. Aber ich meine, das Nebenerwerb ist das natürlich. Wir haben insgesamt als Nebenerwerbshof schon recht viel Flächen, aber wir haben halt die kleinen Flächen und die sind dann alles so verstreut. Aber naja, aber insgesamt sind wir großer Nebenerwerbshof. Das muss man schon mal dazu sagen. Also wir sind jetzt nicht so klein und mit YouTube verdiene ich auch nochmal was, wo ich dann natürlich auch nochmal in Maschinen und Ersatzteile und alles steck. Ja, genau. Da sind wir jetzt auch schon da. Wir können jetzt dann auch nochmal die Liste anschauen, dass wir. Hui! Einmal über die Schanze da. Die Liste anschauen, dass wir sehen, was wir alles zu düngen haben, aber. Ja, ich denke. Können wir dann machen nach der Zeitraffer oder einfach während der Zeitraffer, ne? So, jetzt wollen wir nämlich ganz kurz mal gucken. Das müsste so passen. Genau. Dann geht es los mit dem Düngen. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Zeitraffer. Bis gleich. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like. But you don't fall, you lose control. Bittersweet melody. When I dance on your fly. Cause I know what you don't. It got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving it, feeling it, touch me, are you in it, don't see what you're seeing, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. Wieder aus der Zeitraffer. Jo, der Eicher, also ja, der Eicher und der Düngestreuer sind gewaschen. Hat alles soweit funktioniert. Jetzt haben wir fertig gedüngt. Und ja, jetzt halt geht's ans Kartoffeln fahren. Wir müssen nämlich schauen, dass wir lauter Kisten aufladen, die jetzt quasi noch nicht voll sind. Da brauchen wir erstmal so einen Gabelstapler. Wo haben wir denn den hingestellt? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, da steht er drin, oder? Jo, genau. Die zwei vollen müssen wir dann auch noch wegräumen, weil die müssen jetzt da auch nicht, falls es dann irgendwann regnet, anfangen da stehen. Auch nicht so geplant, aber naja. Zeit. Man hat ja nie so richtig Zeit, ne? Und von dem her,
Ja, müssen wir da gucken. Wie gesagt, ich warte dann da unten, bis die gewaschen sind, weil das geht immer recht schnell. Und dann lade ich, denke ich, die erste Ladung gleich auf. Wir werden die ja erst nur hier lagern und dann im Winter irgendwann verkaufen. So, jetzt muss ich hier erstmal reinkommen. So, jetzt sind wir drin. Einmal rückwärts. So. Das ist jetzt eine große Kiste. Es gibt ja die kleinen Kisten dann auch noch. Das ist dann aber wieder was anderes, ne? Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, wo ich die jetzt hinstelle. Also theoretisch da in die Halle jetzt quasi da, wo Schneidwerk quasi mit drin steht. Da fände ich das echt gar nicht so schlecht, den Platz. So, irgendwie ist da die Steuerung auch richtig ruckartig. Also fällt mir eigentlich überhaupt nicht. Aber naja, was willst du machen? So, wie gesagt, jetzt müssen wir gucken. Ich glaube, hier im Hof sind die restlichen gar nicht, sondern die sind unten. Da müssen wir dann schnell runterfahren, müssen die holen. Und ja, ich würde sagen, gut, dann machen wir jetzt eine Zeitraffer. Wir stellen die dahin in einen Hof, wo sie quasi da nicht stören. Und ja, dann bis gleich. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never die. Call me whenever you need someone, babe. But I'm in the jungle of love. Feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. So, die Kartoffelkisten sind aufgeräumt. Hier ist der Hof wieder wengen aufgeräumt. Es ist jetzt alles wieder wengen sauberer. Weil ich brauche jetzt Platz. Den Wagen vorm Fendt brauche ich nur. Denn wir holen jetzt halt Beton und wollen hier jetzt halt heute anfangen, hier was zu betonieren und alles zu machen und so. Ja, von dem her denke ich, sehen wir uns erst morgen wieder, wenn das Ding hier soweit steht. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt einen kleinen Cut. Sehen uns dann quasi nochmal, wenn hier das Fundament da ist. Und dann ist die Folge auch schon wieder aus, weil die ja doch schon wieder relativ lang geworden ist. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Ah ne, halt. Wir sehen uns ja nochmal. Mein Gott. Wir sehen uns ja nochmal, wenn das Ding dran steht. Also, bis gleich. Ich melde mich jetzt am Abend wieder und ihr seht es. Es steht. Hier ist das Betonfundament. Ich will jetzt nicht allzu arg reinlaufen, weil das nur, ja, noch nicht so ganz trocken ist. Aber ja, hier die Mauer, das wird auf jeden Fall trocken, aber innen halt noch nicht so ganz. Richtig schön. Fällt mir richtig. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir da dann anfangen, die Balken drauf zu bauen, das Dach zu bauen, dann die Verkleidungen. Oh, das wird so richtig geil, die Halle. Das wird schön. Und damit mit dem schönen Bild und dem Fortschritt natürlich, den man, also nicht die Marke Fortschritt, sondern der Fortschritt, den man damit jetzt aussieht und sich unser Hof auch einfach immer wieder erweitert,
möchte ich jetzt die Folge beenden. In der nächsten Folge werden wir die Halle weiterbauen auf jeden Fall. Also ich werde morgen auf jeden Fall weiterbauen im Vormittag und dann auf den Nachmittag hin die Wiesen mähen. Wir haben nämlich nur zwei Wiesen. Das ist zum einen die, wo sind wir denn hier? Die 72 und dann hinten noch die, was? 42 und die 72. Genau, nee, die 177, die da war es nicht. Also die 72, 40 und die 177. Genau, die werden wir mähen. Da werden wir Presswickelballen machen, weil das muss jetzt über den Winter einfach weg. Das wird ja auch nicht besser, wenn das über den Winter bleibt. Ja, dann, ja, kommt keine Luft hin, das ist verschimmelt und so. Ja, das wollen wir nicht. Von dem her werden wir das dann in der nächsten Folge nochmal. Bis dahin, Servus, schaut gerne mal auf Instagram vorbei, chef_.gra.